Hallo meine Lieben, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Das ist ja das erste Mal, dass wir uns seitdem wiedersehen. Und zum Start des Jahres habe ich für euch dieses Cape, was ich hier gerade anhabe, vorbereitet. Das kam aus einer guten Laune heraus, weil ich nicht wusste, was ich anziehen soll. Und dann mache ich das öfter mal, dass ich schaue, was habe ich denn noch für Stoffe da, was könnte ich spontan daraus nähen. So kam übrigens auch die Idee zu dem Kunstlederrock. Ich weiß nicht, vielleicht geht euch das ähnlich, dann schreibt es doch in die Kommentare. Habt ihr das auch spontan, dass ihr denkt, oh, was soll ich anziehen? Ach, guck mal, woraus kann ich noch was machen? Ja, zumindest kam aus dieser Idee heraus dieses Cape hier. Und ich war selber sehr verwundert, es hat keine 15 Minuten gedauert. Deshalb nenne ich dieses Do-It-Yourself natürlich auch 15 Minuten Cape. Und bitte euch, wenn ihr es auf Instagram verlinkt, dann benutzt auch den Hashtag 15 Minuten Cape, damit ich eure fertigen Exemplare wiederfinden kann. Wer keine Nähmaschine zu Hause hat, das ist bei dem Teil hier kein Problem. Das sind nur zwei kleine Nähte, die ihr schließen müsst. Das könnt ihr auch mit einer ganz gewöhnlichen Handnähnadel machen. So, jetzt zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, es ging ganz schnell und sehr, sehr einfach. Was ihr für das Ganze braucht: Ihr braucht einmal einen Meter Stoff, ein Geodreieck oder Lineal, ein Trickmarker, Stecknadeln, Garn und eine Handnähnadel oder Nähmaschine. Dann nehmt ihr euch den Stoff, legt ihn komplett aus und versucht alle vier Ecken in der Mitte zu platzieren, so wie ich das hier gerade mache. Das ist ein bisschen Friemelarbeit, aber das kriegt ihr hin. Dann nehmt ihr euch das Geodreieck und den Trickmarker und markiert bei 20 cm von der Kante eine kleine Linie auf beiden Seiten. Dann nehmt ihr euch eine Stecknadel und steckt sie längs an dem Punkt, wo ihr euch die kleine Markierung gemacht habt. Und ab da an steckt ihr die Stecknadeln so, dass beide Seiten zusammengeheftet sind. Das gleiche macht ihr natürlich auch wieder auf der anderen Seite. Ihr nehmt euch eine Stecknadel, die ihr längs an die markierte Stelle heftet und ab da an steckt ihr die beiden Seitenteile zusammen. Dann geht es auch schon an die Nähmaschine. Das ist übrigens meine Carina Nähmaschine. Wer noch eine Nähmaschine sucht, ich habe die Maschine mal unten verlinkt. Ich bin seit Jahren auf jeden Fall sehr zufrieden. Ihr könnt ja mal schauen. Und ab dem Punkt, wo ihr die quergesteckte Nadel fixiert habt, könnt ihr nach unten hin nähen. Denkt immer dran, die Stecknadeln rauszuziehen, damit ihr euch nicht wehtut. Und ganz zum Schluss einmal mit dem Rückwärtsgang verriegeln. Das macht ihr natürlich wieder mit beiden Seiten und dann seid ihr auch schon fertig. Also wie ihr gemerkt habt, das Ganze ging tatsächlich super, super schnell. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Ansonsten lasst einen Kommentar da, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Ähnliches. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Nächste Woche ist die liebe Lisa wieder dran und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.